So, wie voriges Jahr wollen wir auch dieses Jahr wieder zur Halloween-Zeit ein paar Halloween-Eier öffnen. Und was hier drinne steckt, das sehen wir gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir nochmal zwei Ü-Eier von der Halloween-Serie aufmachen. Ja, und wir wollen mal schauen, ob wir da eventuell eine kleine Figur drin haben. Ja, das klappert schon zu sehr. Ich glaube bald gar nicht, dass hier eine drin sein wird. Ja doch, es ist eine Figur, aber nicht die, die wir suchen, sondern von diesen Natoons. Ja, so ein kleiner, hier oben ist das Loch, hier auf dem Bauch wird dann drauf gedrückt. Das ist dann hier wie so eine kleine Wasserpumpe. Gut, machen wir Ei Nummer 2 mal auf. Schauen mal, was da drin ist. Das hört sich schon ein wenig vielversprechender an. Ja, das hört sich schon ganz gut an. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir auch Glück haben und tatsächlich eine Figur drin ist. Und. Nein, es ist so eine Spritzpistole von GoMove. Jawohl, von GoMove. Da habe ich ja nun auch schon etliche Teile von. Das ist quasi hier so ein, so ein Raumschiff darstellen. Dann zieht man das hier so im Wasser so auf, zack, und dann kann man hier wie so eine kleine Spritze, hier das Wasser hier mit diesen drei Strahlen raus schießen lassen. Ja, Ferrero hat sich diesmal für die Halloween-Serie ganz schön was einfallen lassen. Vorher Jahr war es ja relativ einfach. Da musste man nur die Ü-Eier raussuchen, die überhaupt nicht geklappert haben. Und dann hatte man, sagen wir mal, zu 90% hatte man eine Figur. Jetzt ist es so, wenn man die Eier sich raussucht, die nicht mehr klappern, dann hat man 45 oder 40% eine Chance, so eine Figur zu haben. Ansonsten kann man auch hier so anderes Spielzeug drin erwarten. Okay, nichtsdestotrotz, das war's jetzt mit diesem kleinen kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich sage danke fürs Zuschauen und ihr könnt ruhig dem Video hier einen Daumen hoch geben. Ihr könnt es auch gerne teilen auf Facebook, auf Google Plus, auf Instagram, auf Twitter, wo immer ihr wollt. Habe ich absolut nichts dagegen. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.